Ja, danke Petra und herzlich willkommen. Was und wer kommt nach Angela Merkel? Der meistgestellten Frage in Berlin in dieser Woche gehen wir nach. Und mit Grünen-Chef Robert Habeck sprechen wir über Ost und West, was trennt und was verbindet. Heute bei Berlin Direkt. Es war kein Versehen, so viel ist klar, am Dienstag im Bundestag. Die Unionsfraktion wollte nicht nur einen Denkzettel ausstellen, sie wollte Veränderung. Und so wurde Angela Merkels Getreuer Volker Kauder abgewählt und ihr damit die schwerste Niederlage ihrer bisherigen Kanzlerschaft zugefügt. Rebellion? Kurz vor wichtigen Landtagswahlen ist das gefährlich. Und so mühen sich Merkel und die Fraktion nun um Schadensbegrenzung. Jeder weiß aber, Merkels Machtgefüge ist erschüttert und der Kampf um ihre Nachfolge beginnt. Lars Bonsack. Es ist ein Bild, das Bände spricht. Freude und Triumph in den Gesichtern einzelner Unionsabgeordneter an einem Tag, der wohl in die Geschichte der CDU eingehen wird. Soeben haben sie mit ihren Stimmen Fraktionschef Kauder abgewählt und damit vor allem Angela Merkel getroffen und die Krise der CDU noch sichtbarer gemacht. Sie hat keine neue Strategie, was sie machen soll als eine Partei, die sich jetzt unter 30% befindet. Und da wäre die Kanzlerin, da wäre die Parteivorsitzende gefragt, einen Weg zu weisen. Das tut sie nicht. Und deshalb gibt es großen Unmut ihr gegenüber in der Fraktion, in der Partei. Ich meine, es wird keine Überbrückung dieser Kluft in nächster Zeit geben. Die Kluft wird sich vertiefen. Doch statt nach der Niederlage in die Offensive zu gehen, duckt sich die gesamte Parteiführung weg. Interviewanfragen werden abgelehnt, stattdessen erklärt sich die zweite Reihe und hat sichtbar Schwierigkeiten, die Niederlage in einen Sieg umzudeuten. Jetzt meine ich, hat Angela Merkel eine gute Möglichkeit, in die neue Zeit hinein die Partei und die Koalition zu führen. Und das muss sie auch, weil wir 2021 eine Wahl gewinnen wollen. Das wollen die Konservativen in der Union auch, aber auf ganz anderem Wege. Ob Flüchtlingspolitik oder Sozialdemokratisierung der CDU, sie halten alles für einen Irrweg und fordern nicht nur einen Kurswechsel. Für sie muss Merkel schlicht weg, spätestens auf dem Parteitag im Dezember. Wenn sie ihre Kanzlerschaft riskieren will im Dezember, dann ist das ein erster Schritt für sie, sich da mal zur Wahl zu stellen. Dann wird sie ja sehen, was dabei rauskommt. Wir haben drei Parteien, haben wir bereits links im Parlament. Und wir brauchen eine, die Mitte rechts agiert. Und es muss wieder ein Programm geschaffen werden, das genau auf dieser Position arbeitet. Der vierten Amtszeit Angela Merkels wohnt seit Beginn weder ein Anfang noch ein Zauber inne. Gescheiterte Jamaika-Verhandlungen, zwei vor allem durch die Schwesterpartei entfachte Regierungskrisen, Absturz in den Umfragen. Merkels Antwort auf all das? Verkündet nicht ohne Risiko, dass sie Parteivorsitzende und Kanzlerin bleiben will. Ich stehe für diese Legislaturperiode zur Verfügung und ich habe meine Meinung bezüglich der Verbindung von Parteivorsitz und Kanzlerschaft nicht geändert. Ja, was sichtbar wird, ist eine Art von Dilemma. Tritt sie nicht mehr als Vorsitzende an auf dem Parteitag, wird sie an Macht verlieren, wird es mit Sicherheit als ein Zeichen der Schwäche gedeutet werden, nicht zuletzt in der Partei. Auf der anderen Seite tritt sie an und es gibt noch mal so eine Denkzettelwahl gegen sie und sie bekommt viele Gegenstimmen, ist sie zusätzlich beschädigt. Längst ist Merkel in der CDU nicht mehr alternativlos. Noch wagt sich keiner offen aus der Deckung, noch erklärt sich keiner zur Gegenkandidatur bereit. Der Ausgang der Landtagswahlen in Bayern und Hessen spielt da eine entscheidende Rolle. Der Parteitag ist im Dezember und wir werden noch genug Zeit haben, darüber zu diskutieren. Jetzt sage ich keine Personaldiskussion, sondern volle Konzentration auf den Landtagswahlkampf in Bayern und Hessen. Merkel selber dürfte nach den Landtagswahlen noch einmal abwägen, ob sie tatsächlich noch genügend Rückhalt in der eigenen Partei hat oder ob es Zeit ist, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Macht sie das nicht, könnten andere in der CDU diese Abwägung für sie treffen.
Noch ist nicht ausgemacht, wie lange Merkels Kanzlerschaft dauert. Sie dürfte aber später einmal in eine Phase vor und nach der Flüchtlingsentscheidung von 2015 eingeteilt werden. Dass das Thema Flüchtlinge zur Spaltung des Landes beitrage, räumte Merkel diese Woche mit Blick auf den anstehenden Einheitsfeiertag ein. Und auch, dass sie den Unmut vieler Ostdeutscher verstehen könne. Die Einheit habe zu harten Umbrüchen geführt. Kurz vor dem inzwischen 28. Einheitsgeburtstag am kommenden Mittwoch rückt dieser Aspekt neu in den Fokus. Die Enttäuschung der ersten wiedervereinigten Jahre, die im Osten nachhaltig wirken. Das berichten auch drei Politiker mit ostdeutscher Biografie, mit denen Daniel Ponson gesprochen hat. Die Mauer ist weg, die Grenze auch. Physisch zumindest, doch gefühlt. Ist das wiedervereinte Deutschland wieder entzweiter, als es schon war? Drei Perspektiven. Sie ist damals 21, der Ostbeauftragte der Bundesregierung 14, die Familienministerin 12. Die Einheit erscheint damals historisch zwingend als eine Art freundliche Übernahme. Doch es gibt Geburtsfehler und die wirken nach. Die Grundkonnotation, dass das westdeutsche System in allen Lebensbereichen besser ist als das ostdeutsche und quasi ersetzt, was bisher war, das ist bei vielen so ein Gefühl von, wir sind eben nicht gleich viel wert. Es hat praktisch in jeder Familie Fälle gegeben, wo Leute herausgerissen wurden aus ihren Jobs. Natürlich war die Wirtschaft nicht wettbewerbsfähig. Natürlich war sie nicht auf dem Standard der westdeutschen Wirtschaft. Aber trotzdem hätte man eine Brücke bauen können. Stattdessen veruntreut die Treuhand ihre Zukunft, finden viele im Osten. Diese Jammerrolle als Bürger zweiter Klasse sei bequemes Alibi, finden manche im Westen. Vielmehr erlebe ich, dass ganz, ganz viele Westdeutsche die Situation in den neuen Bundesländern überhaupt nicht kennen und einschätzen können. Und dass man häufig auch mit Überheblichkeit oder paternalistischen Ansagen über die Situation im Osten spricht. Wir haben in diesem Land einfach sehr viele Menschen, die wirklich vom Wachstum völlig abgekoppelt sind. Die bekommen nichts persönlich in ihrem Geldbeutel wieder von dem Wirtschaftsaufschwung. Sie haben schlechte Jobs oder gar keine Jobs. Und von denen gibt es besonders viele im Osten. Zur Treuhandaufarbeitung gibt es nun die Idee einer Versöhnungskommission. Würde die helfen? Es ist lange her und es bringt den Menschen ja ihr Leben, ihren Arbeitsplatz und die Jahre, die sie dadurch verloren haben, dass sie arbeitslos waren, auch nicht zurück. Es muss so sein, dass die vorhandenen Institutionen und das, was jetzt auch mit der Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse auf den Weg gebracht ist, dass das gut ineinander greift und dass eben auch reichere Regionen aushalten müssen, dass sie eben nicht noch zusätzlich etwas bekommen. Doch könnte das auch verhindern, was in Chemnitz geschah? Die Fokussierung darauf sei unfair, sagen alle drei. Es ignoriere, was Positives geschaffen wurde und dass Ähnliches auch im Westen geschah. Und dennoch bleibt ein Mentalitätsunterschied. Gesellschaftspolitisch könnte man sagen, dass die Ostdeutschen, es ist vielleicht eine schizophrene Situation, einerseits höhere Erwartungen haben an staatliche Institutionen, auf der anderen Seite aber auch skeptischer sind. Skeptischer gegenüber der Politik, skeptischer gegenüber den Medien, weil sie eben schon einmal den großen Zusammenbruch eines Systems erlebt haben. Es wird immer Unterschiede geben zwischen den Regionen, zwischen Sichtweisen. Es wird immer Unterschiede auch zwischen Altersgruppen geben. Aber das Wesentliche ist doch, dass uns zusammen eint unsere deutsche Fahne, die für eine Bundesrepublik steht, ein geeintes Deutschland in einem hoffentlich friedlichen und demokratischen Europa. Das Gefühlsmäßige ist eben da getrennt, wo auf der einen Seite Menschen, wo es Menschen sehr gut geht, wo sie auch profitieren, wo sie sich Wohlstand erwerben und wo es auf der anderen Seite immer mehr Menschen gibt, die abgehängt sind. Blühende Landschaften, das war das Versprechen. Weitsichtige Politik ist eben immer auch realistisches Erwartungsmanagement. Bloß, dass es damals dafür weder viel Zeit gab, noch viel Interesse. Drei ostdeutsche Politiker mit ihren Anmerkungen und im Studio jetzt andere Partei und andere Herkunft. Der Grünen-Parteichef Robert Habeck, schönen guten Abend. Hallo Frau Schausen. Herr Habeck, wenn Sie das jetzt auch als Westpolitiker hören, zu wenig Wertschätzung, zu wenig Differenzierung beim Blick auf den Osten, zu viel Überheblichkeit. Offenbar hat doch der Westen, wenn man das hört, diese Wirkungen, die jetzt erst richtig zum Tragen kommen, aus den Anfangsjahren der Einheit, dramatisch unterschätzt.
Naja, schon die Aufteilung, ich als Westpolitiker und drei Ostpolitiker, ist ja fast verräterisch, muss man sagen. Wir müssen schon auch ein bisschen aufpassen, dass jetzt nicht eine neue Mauer in den Köpfen sich zementiert oder zementiert wird. Aber ja, die letzten 30 Jahre waren ökonomisch gesehen wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht eine erfolgreiche Geschichte. Aber es gibt viele, viele kulturelle und biografische Enttäuschungen. Und deswegen war das ein ganz guter Bericht, weil der mal einen nachdenklichen Ton angeschlagen hat. Jetzt nehmen die Grünen ja durchaus für sich in Anspruch, dass beim Zusammenschluss mit Bündnis 90 damals, Anfang der 90er Jahre, das alles auf Augenhöhe geschehen sei. Aber wenn man heute mal zurückguckt, hat das ja am Ende nicht wirklich funktioniert, oder? Sie sind stark, vor allem im Westen nach wie vor, und im Osten eher schwach. Nein, wir sind eine Partei, die immer die Veränderung angeschoben hat oder bejaht hat. Und viele Menschen, gerade in Ostdeutschland, aber das noch einmal, das gibt auch in Westdeutschland, im Ruhrgebiet beispielsweise Regionen, die hatten schon genug Veränderungen für zwei Leben. Und dass die nicht begeistert auf die Grünen schauen und sagen, ach, jetzt kommt noch der nächste Schub, wie es anders gehen soll, das kann man im ersten Moment verstehen. Gleichwohl muss man auch sagen, dass Festhalten an den alten Antworten wird auch keine Sicherheit geben. Insofern muss es meiner Partei und mir persönlich gelingen, die Veränderung zu erklären, dass das die Bedingung für Halt ist für die Zukunft. Und was sind Ihre Antworten darauf, auch im Osten wieder stärker zu werden? Wir haben im Sommer Ihre Sommertour erlebt, die Sie ja auch durchaus unter dem Begriff Heimat, Patriotismus gestellt haben. Ist das eine Folge schon, der Versuch sozusagen da anzudocken bei den Themen? Das war jetzt nicht speziell auf die deutsche Enttäuschungsgeschichte gemünzt, sondern tatsächlich sich ein bisschen an die Rolle rantasten, die uns ja zunehmend zuwächst, nicht nur für eine Milieupolitik zu machen, sondern breit für die Gesellschaft zu agieren. Mit der Rolle in Ostdeutschland oder mit der Rolle auf die Enttäuschung vielleicht hinausgesprochen. Einerseits hat Frau Wagenknecht recht, es gibt soziale Unterschiede, die müssen geheilt oder reduziert werden. Und andererseits vielleicht auch mal Entschuldigung sagen und diese Hochnäsigkeit, die andere empfinden, sein lassen. Das wäre sicherlich ein Anfang. Wer müsste Entschuldigung sagen? Die Ostkanzlerin? Ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Haltung, mal zuzuhören, wenn man gehört werden will. Und dann kann auch der westdeutsche Gestus ein bisschen abgelegt werden, zu verstehen, dass Menschen an das, was sie geglaubt haben, verloren haben und dass das nichts Lächerliches ist und kein Akt der Befreiung. Das wäre nicht schlecht, glaube ich. Nun wird im Moment angesichts der Umfragenstärke der Grünen viel davon geredet, dass sie auf dem Weg zur Volkspartei sind. Schaut man mal in den Osten, ist aber die AfD im Grunde dort zumindest in diesen Höhen unterwegs. Geraten Sie da auch in einen Konkurrenzkampf, in einen Wettbewerb? Also AfD-Wähler gibt es auch im Westen und zwar mehr als im Osten. Nur gibt es eben relativ gesehen andere, die mehr Stimmen haben. Aber ja, es gibt eine Polarisierung entlang der Pole AfD und Grüne. Und das hat viel mit dieser kulturellen Spaltung zu tun. Die AfD, eine Partei, die den Wandel ablehnt und ein Versprechen gibt, dass sich, wenn man nur so tut, als wären wir noch im letzten Jahrhundert, alles wieder einrenken wird. Und wir auf der anderen Seite, die sagen, wir werden neue Antworten nur finden, wenn wir neue Zeiten auch annehmen. Das heißt, eine proeuropäische, vielfältige Gesellschaft versuchen zu organisieren. Das werden die beiden Pole sein. Und alle anderen Parteien, die sich dazwischen nicht so richtig entscheiden können, die werden zerrissen werden. Nun erleben wir gerade, dass die Große Koalition in ausgesprochen schwerem Fahrwasser ist. Und angesichts der Umfragen sagen schon manche, naja, vielleicht hält sie einfach auch nicht. Springen Sie dann ein? Ist die Bereitschaft da, mit der FDP zusammen noch mal Jamaika zu versuchen? Was heißt, die Große Koalition hält nicht? Das muss man sich ja anschauen. Wenn Merkel zurücktreten sollte, wenn die SPD ausscheiden sollte, wenn sich CDU und CSU trennen sollten, dann hat man ja völlig unterschiedliche Szenarien. Und deswegen ist die Antwort natürlich nein. Wir können auf so ein wild gewordenes Schreckgespenst ja überhaupt nicht vernünftig agieren. Ich erwarte auch nicht, dass sie bricht. Ich erwarte, dass die Leute jetzt endlich mal ihren Job machen und anfangen, vernünftig und konstruktiv miteinander zu regieren. Dafür sind sie gewählt worden. Hätte Angela Merkel nach dieser Woche die Vertrauensfrage stellen sollen? Das wäre ein Zuchtinstrument gewesen, wie es wahrscheinlich Gerhard Schröder getan oder gezogen hätte. Aber es ist nicht ihre Art und sie ist ziemlich erfolgreich mit ihrer Art gewesen. Die letzten Jahre, ich habe schon 7 Jahre lang, glaube ich, die Geschichte gelesen, Anfang vom Ende von Angela Merkel. Sie ist immer noch Bundeskanzlerin. Ich glaube, alle, die sich jetzt hier so einen Check-Faustschlag geben, wie ich das eben gesehen habe, die werden sich noch wundern. Und Sie geben ihr offenbar ja noch Chancen bis 21, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Vielen Dank, Robert Habeck, hier für den Besuch im Studio.
Ob sich die Große Koalition zusammenraufen kann und tatsächlich, wie allseits beschworen, zur Sacharbeit zurückkehrt, zeigt sich schon morgen Abend, wenn sich der Koalitionsausschuss im Kanzleramt trifft, um unter anderem über einen Kompromiss beim Thema Diesel zu beraten. Umtausch, Rücknahme, Nachrüstung. Nachdem die Regierung jahrelang nicht in der Lage war, eine Lösung zu finden, wie drohende Fahrverbote abgewendet werden können, soll es nun schnell gehen. Und das hat Gründe. Frank Buchwald. Zu berichten ist, wie die Koalition übers Wochenende zur Sachpolitik zurückkehren wollte. Freitag war's. Der hohe Gast aus der Türkei war gerade abgefahren. Da traf sich im Kanzleramt diskret eine Ministerrunde. Thema Diesel. Die Sache drängt. Die Handwerker, die Pendler, die Menschen, die lange Strecken hinter sich bringen müssen, die brauchen einen sparsamen Diesel und am besten einen sparsamen Diesel aus deutscher Ingenieurskunst. Das ist unsere Herangehensweise. Seit Jahren pokert Berlin mit den Autobauern, nun soll alles ganz schnell gehen. Gerichte haben entschieden, Fahrverbote drohen, besonders drastisch in Frankfurt. Kaum eine andere Stadt in Deutschland ist Ziel so vieler Pendler. Ja, das ist für falsch, dass praktisch eine ganze Stadt abgesperrt wird. Das da betrifft Hunderttausende von Dieselfahrern, die ganze Region. Der Ministerpräsident weiß, wovon er spricht. Ende Oktober sind Wahlen in Hessen. Das Thema Diesel fliegt ihm täglich um die Ohren und so langsam verliert er die Geduld. Ich kann nur sagen, die Menschen haben genug von diesem Theater, was sie dort erlebt haben. Und jetzt geht es ganz schlicht, ganz beinhart um die Lösung von Sachfragen. 3 Jahre schon dauert der Streit um den Diesel. Immer wieder Nachrüstung, Software oder Hardware. Für wen? Euro 5 oder auch Euro 4? Vor allem aber, wer bezahlt? Für die Grünen? Keine Frage. Ich glaube, wenn man es klug macht, kann man die Autoindustrie mit dem Entzug ganz ausgewählter Typengenehmigungen so unter Druck setzen, dass sie dann sehr schnell bereit ist, sich an die Gesetze in der Realität zu handeln. Die Koalition laviert. Minister Scheuer bekommt zwar Blumen zum Geburtstag, eine Lösung im Dieselstreit, aber traut Merkel ihm wohl nicht mehr zu. Und Steuergeld für Umtauschprämien, da wenden der Finanzminister und die SPD sich ab. Wir haben immer gesagt, das müssen die Unternehmen bezahlen und es darf nicht auf die Kunden, also auf die Verbraucher umgelegt werden. Die Konzerne schweigen, Bernd Osterloh aber, der Betriebsratsvorsitzende von VW, klingt sich per Zeitungsbeitrag in die Debatte ein und wettert. Mich wundert dabei, dass sogar der ein oder andere Sozialdemokrat zu meinen scheint, es sei ja nicht so schlimm, wenn 100 oder 200.000 Menschen ihren Arbeitsplatz in der Automobilindustrie verlieren. Genervte Gewerkschafter, zornige Dieselfahrer, der wachsende Ärger über Scheuers Schlingerkurs kommt anderen gerade recht. In Wirklichkeit ist es so, dass dieses Thema die Leute extrem bewegt. Sehr viele Leute, die auch bisher keine Affinität zur AfD hatten. Auch deshalb kümmert sich Merkel nun selbst um das Thema. Minister Scheuer erst gegen Nachrüstung, dann doch dafür, mit Kostenbeteiligung der Dieselfahrer und nun wieder dagegen, ist politisch längst ins Schleudern geraten. Nach 3 Jahren Streit musste der Verkehrsminister entmachtet werden von der Kanzlerin, um zu einer Lösung zu kommen. Das ist ein Eingeständnis des Scheiterns der Großen Koalition in dieser Frage. Es geht jetzt zwar in die richtige Richtung, aber das kommt viel zu spät. Viel ist am Wochenende wohl telefoniert worden zwischen Autokonzernen und Kanzleramt. Autofahrer sollen nicht belastet werden. Von hohen Umtauschprämien ist die Rede. Morgen will die Koalitionsrunde dann eine Lösung festzurren. Rückkehr zur Sachpolitik. Mal sehen, ob's gelingt. Ja, bis morgen jedenfalls muss Verkehrsminister Scheuer einen einigungsfähigen Vorschlag vorlegen. Das heißt auch, dieses Wochenende keine Party. Berlin-Direktor, tschüss.